Genau die dicke Keule dann nämlich. So, du bist auch hinüber. Das heißt, wir können uns erst einmal hier unten in Ruhe umschauen. Können den nächsten Götzen ausschalten. Und gerade hierfür habe ich die vier Keile übrig behalten. Weil das sind alles Heilgötzen, die den... die den Boss geheilt hätten. Hätte, würde ich sie nicht kaputt machen. Yep. Wir haben jetzt 10 von 11 Teilen der Aschebraut. Weil das letzte wartet hier ganz oben im Thronsaal auf uns. Dafür fehlt uns aber, wie hätte man es erwartet, ein Keil. Den wir erst kriegen, wenn wir diesen Boss und noch einen anderen Boss getötet haben. So, bevor ich aber den Boss in Angriff nehme, geht es erstmal nochmal nach oben, weil wir haben da einen Gegenstand übersehen. Ich bin ja jetzt gerade mehr oder weniger in Panik nach unten geflohen zum Leuchtfeuer. Und ja, wenn wir uns das ansehen, wir haben alle Leuchtfeuer entdeckt. Unteres Geschoss, Obergeschoss, Throngeschoss, Foyer. So, das heißt, es geht wieder hier runter. Schwupps. Hier rüber und hier runter. So. Du kannst ignoriert werden. Du da bist böse. Deswegen töten wir dich schnell. Jetzt du da weg. So, und jetzt vorsichtig sein. Dass wir dich wieder da runterbrechen. Au. Okay. Ja. Mit dir komme ich klar. Indem ich dich nämlich einfach backstabbe. Oder execute, besser gesagt. So. Vorsichtig mal ausweichen. Wow. Au. Das war knapp. Jetzt muss ich nur noch dich loswerden. Ohne dass du mich tötest. So. Gut. Partisane plus 6. Dumm die dumm. Hurra für Gift. Ich habe allerdings kein Gift, keine Giftpfeile mehr.
Ich habe nur noch Dings Magiepfeile. Ich werde ihn mal ein bisschen runter abschwächen. Mit den letzten Pfeilen, die ich noch habe. Oh, habe ich nicht. Genau. Tickt schon? Nein, tickt noch nicht. Jetzt tickt es. Wow, aber wie schnell es tickt. So, das heißt, ich kann jetzt die Magiepfeile da reinpacken. Und zusehen, wie du langsam krepierst. Klappt jedenfalls besser als damals im Abyss. So, gebe ich dir noch den Gnadenstoß. Steht der hinter mir auf? Bin ich jetzt gerade nicht sicher. Nein, der steht nicht auf. Der da hinten steht aber auf, weil sein Schwert glüht. Aber wenigstens seid ihr jetzt nicht mehr Aschern. Ihr seid nur immer noch richtig garstig. So. Und ja, wie viele Eisen. Also alte Ritter hier hängen. Als ob der Eisenkönig sie alle geschmiedet hätte. Genau, du stehst auf. Wow. Klassischer Fall von Rückzug. Und stirb. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich in den Feuer reingerollt wäre. So, dich nochmal ausschalten. Das heißt nochmal, die schalten wir jetzt zum ersten Mal aus. Und da steckt ein riesiges Schwert im Bossfight-Raum. Ja, der Eisenkönig war ja auch ziemlich groß, wenn man ihn sich mal angesehen hat. Also das, den einen Boss, den wir da besiegt haben. Lügner voraus, Falle voraus. Ja, das ist auf jeden Fall eine Todesfalle, wenn man nicht aufpasst. Hier ist nichts außer dem Tod. Gut, holen wir den Aufzug wieder hoch. Rennen wieder durch zum Leuchtfeuer. Weil die beiden Riesen nochmal zu töten, habe ich echt keine Lust drauf. An den beiden kann man auch spitze vorbeirennen, solange bis sie sich aus der Asche gewunden haben. Und ja, dann gebe ich die Seen aus, die ich habe. Das reicht für... Ein Level reicht es auf jeden Fall. Ich packe noch ein paar Seelengegenstände drauf, dann klappt es auf jeden Fall. Mit zwei Leveln. So, zurück nach Majula. Und ja, bis auf den Boss und die beiden optionalen Sachen haben wir jetzt alles schon hinter uns in diesem DLC-Gebiet. Ging schneller als erwartet. So, dann pumpe ich mal meine Seen auf 6000 hoch.
So, die benutzen. Da ich nicht weiß, wie viel die bringen, benutze ich mal nur 5. So, das dürfte reichen. Hoffe ich mal. So. Jo, und das reicht. Mehr Lebenspunkte ist gut. Menschlich machen. Dass ich mal gucken kann, ob es da unten Rufsymbole gibt. Also ja, wir haben jetzt schon das zweite DLC in Angriff genommen. Das erste fehlt hier noch gänzlich. Das sind nämlich die drei Gebiete hier. Und ja, beim ersten sind es drei. Entschuldigung. Beim ersten sind es drei Gebiete. Mit insgesamt 7 Leuchtfeuern. Und hier sind es 2 Gebiete mit 6 Leuchtfeuern insgesamt. Also nur der Nebelturm und der Eisenkorridor. Und ja, hier unten sind es auch nur wieder 2 Gebiete mit 6 Leuchtfeuern. So, ich will ins untere Geschoss. Und dann gucken wir mal, ob wir ihn auch alleine besiegen können. Also wir können schon mal hier jemanden rufen, der uns nichts bringt. Und hier können wir auch jemanden rufen, der uns nichts bringt. Nämlich Carillion aus der Tiefe. Ja, die bringen uns beide nichts. So, ich trete schon mal ein. Und nähere mich dem Boss. Und gebe dem gleich schon mal eins drauf und krieg eins drauf. Au, ja, das ist garstig von ihm. Das ist noch garstiger. Dieser Boss ist nämlich übelst stark, wie man sehen kann. Wir müssen vor allem auf seine große Klinge aufpassen. Die kleine ist eher harmlos. Genau, er macht nämlich genau sowas. Ja, das ist verhältnismäßig harmlos. Das wiederum nicht. Das ist erst recht mies von ihm. Er meint nämlich, er könnte uns hier taunten. Wow. Da habe ich den Schild zu früh runtergenommen. Und da ist die ganze Ausdauer futsch. Genau, greif an, dass wir ausweichen können. Das sollten wir lieber blocken. Okay, wir machen uns doch ganz gut. Ja. Jetzt dürfte er bald richtig loslegen. Au. Ja. Jetzt legt er richtig los. Jetzt hat er nämlich, genau, sein großes Schwert gebufft und haut uns einfach platt. 1:0 für den Nebelritter.